Die Entsorgungsanlage für Atomwaffen auf Shadow Moses Island im Fox-Archipel in Alaska wurde angegriffen und von Mitgliedern der Sondereinheit der nächsten Generation unter Führung von Foxhound-Mitgliedern in ihre Gewalt gebracht. Wir fordern, dass die Regierung die sterblichen Überreste von Big Boss übergibt. Werden ihre Forderungen nicht innerhalb von 24 Stunden erfüllt, zünden sie eine Atomwaffe. Die Mission hat zwei Ziele. Retten Sie den DARPA-Chef Donald Anderson und den Präsidenten von Armstead, Kenneth Baker. Beide werden als Geiseln festgehalten. Stellen Sie außerdem fest, ob die Terroristen über Atomwaffen verfügen und stoppen Sie sie gegebenenfalls. Und wie wollen Sie jemanden einschleusen? Wir können mit dem U-Boot nah an die Anlage heran. Was passiert dann? Wir schießen ein Ein-Mann-Landungsgerät ab. Bringen Sie es so nah wie möglich heran, werden Sie es los. Dann müssen Sie schwimmen. Hightech-Sondereinheit Foxhound. Ihre frühere Einheit. Und eine Einheit, von der ich Commander war. Das heißt, es gibt sie noch. 6 Foxhound-Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Psycho Mantis mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Sniper Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Falcon Raven, Riese und Schamane. Und Revolver Ocelot, Experte für Verhöre und gefährlicher Schütze. Und schließlich Ihr Befehlshaber, Foxhounds Kampfführer Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der Ihren Codenamen teilt. Die Entsorgungsanlage erstreckt sich über die ganze Insel. Nach dem Eindringen erhalten Sie Anweisungen über Codec. Kommt noch jemand mit? Es ist wie immer eine Ein-Mann-Mission. Ausrüstung und Waffenbeschaffung vor Ort. Jawohl, diese Operation ist top secret. Erwarten Sie keinerlei Unterstützung von offizieller Seite. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Solides Metallgetriebe. Und natürlich in Wirklichkeit Tactical Espionage Action Metal Gear Solid. Wir haben vor vielen, vielen Jahren, um genau zu sein, 5, fast 6, uns mal den Anfang vom ersten Teil angeguckt gehabt, haben aber leider es nie geschafft, das dann zügig dann auch weiter zu spielen. Und ich denke, es ist langsam Zeit, das Ganze mal nachzuholen. Wichtig ist jedoch, ich möchte nicht einfach in den nächsten Teil reinspringen. Einerseits für mich, weil ich dann vermutlich wieder gewisse Steuerungssachen vergessen habe. Und logischerweise auch für euch, wenn es so zur Story kommt oder ähnliches. Und dementsprechend, anstatt einfach den Teil nochmal zu spielen, habe ich etwas ausgegraben, was ich auch schon seit längerer Zeit herumliegen habe. Und zwar tatsächlich eine richtige PlayStation 1 Version. Ich habe damals, ich meines Erachtens zur PlayStation 3 Zeit, mir eine gebrauchte Version von Metal Gear Solid 1 gekauft gehabt, denn auf der PlayStation 3 gibt es alle Teile vom 1. bis zum 4., die man spielen kann. Zugegeben, die erste Version ist jedoch nur auf gewissen PlayStation 3 Versionen spielbar, denn nicht jede Konsole ist abwärtskompatibel. Das heißt also meine, die glaube ich eine Launch PlayStation 3 ist, kann das noch, neuere hingegen könnten das schon nicht mehr. Das ist aber noch nicht alles. Und zwar, die Elgato ist mit ihren neueren Versionen nicht mehr in der Lage, sogenannte Retro-Konsolen zu spielen. Das heißt also, um das Ganze hier streamen zu können, aufnehmen zu können, habe ich noch einen extra Adapter gekauft, damit die PlayStation 3 von der Elgato anerkannt werden kann. Das heißt also, ich habe damals, obwohl ich keine PlayStation 1 im Besitz hatte, mir irgendwann ein PlayStation 1 Spiel gekauft, damit ich die auf der PlayStation 3 theoretisch spielen könnte. Und dann habe ich, sagen wir mal, 10 Minuten davon gespielt und fand es katastrophal. Und es liegt nicht daran, dass die Steuerung etwas ungewohnt ist, sondern tatsächlich, weil die deutsche Übersetzung A. Pflicht ist und B. katastrophal schlecht ist.
Und dementsprechend, der Gag ist so ein bisschen, wir starten nochmal in den Anfang von Metal Gear Solid 1, damit wir wissen, wie das Ganze abläuft, damit ich mich nochmal ein bisschen mit der Steuerung zurechtfinde. Ja, du wolltest irgendwas laden. Nee, so ist nicht. Auf jeden Fall. Aber ich wollte auch gleichzeitig mal ganz kurz, wenigstens für einen Teil, die deutsche Übersetzung und die deutsche Sprachausgebung zeigen. Einfach um festzuhalten, wie katastrophal diese dann doch tatsächlich ist. Aber für den Rest des Let's Plays werden wir dann tatsächlich wieder auf die englische Version, nennen wir es mal, wechseln. Und dann das Spiel tatsächlich mal durchspielen. So, es gibt ein paar Sachen, die man nebenbei noch machen könnte. Weiß gar nicht, was sich unter Special genau befindet, aber bei Briefing gibt es nochmal ein paar Sachen, die werden wir uns dann im nächsten Teil angucken. Denn im Endeffekt, das, was wir gerade im Intro miterlebt haben, ist das, was im Briefing nochmal passiert. Nur noch so ein bisschen aufgestückelt und ein bisschen anders dargestellt, was gar nicht uninteressant ist. VR-Training gibt einem die Möglichkeit, so ein paar extra Sachen zu haben. Das sind dann wirklich halt so Virtual-Reality-Missionen. Also man ist irgendwo im Nirgendwo gefühlt. Aber es war nochmal sehr hilfreich, so ein bisschen nochmal in die Steuerung sich reinzuwuseln. Und wisst ihr was, wir gucken einfach mal ganz kurz bei Special rein. Und hier ist ganz wichtig, nennen wir es mal, dieses Spiel ist noch mit der japanischen Steuerung ausgestattet. Also X ist zum Beispiel nicht bestätigen, sondern Circle. Ich will mal ganz kurz gucken. Previous Operations. Metal Gear. Achso, da kann man also dann auch noch in die Metal Gear Spiele reingucken. Und vor allem Metal Gear 2, habe ich das richtig gesehen? Ach ja, das sind die ersten beiden Spiele richtig. Man denkt immer, Metal Gear Solid ist der wirklich erste Teil, aber das ist ja nicht der Fall. Okay, jetzt aber starten wir mal wirklich. Scheiße, ist das wirklich die Stimme von Liquid Snake? Die hatte ich so überhaupt nicht mehr in Erinnerung, aber es klang jetzt wirklich so ein bisschen, als hätte er einen Frosch im Hals oder vielleicht auch hält sich die Nase dabei zu. Herr Snake, Colonel, hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140.85. Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, piept das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut, okay, ich bin unterwegs. Und damit gewinnen wir Kontrolle über Solid Snake. Wichtig ist, genau, man hat eines das D-Pad. Und auch noch nicht, und das ist interessant, noch nicht die Möglichkeit, mit dem Stick arbeiten zu können. Aber ich meine, mit der PlayStation 3, frag mich nicht, wie das mit der PlayStation 1 funktioniert, kann man hier unter Controller-Settings, genau, auf Analog wechseln. Dann hat man auch die Möglichkeit, mit dem Stick arbeiten zu können, falls man möchte. Das ist auch nicht, was ich eher nutzen möchte, aber ich mache einfach mal so mit dem D-Pad los. So, wenn man hier so ein bisschen aufpasst, sieht man hier gleich von Anfang an, da ist eine Ration, die man einsammeln kann. So, was sind denn Rationen? Starten wir mal ganz simpel. Und zwar, wir haben die Möglichkeit mit L2 hier dieses Menü zu öffnen. Wichtig ist, nach unten drücken ist, um nach oben zu gehen. Nach oben, um nach unten. Auf jeden Fall, Rationen spenden Lebensenergie, schöne Beschreibung. Man kann Zirkel drücken, um sie zu essen, beziehungsweise wenn man sie so angelegt lässt. Ja, Körner. Wir müssen da durchkriechen. Drücken Sie auf die Kriechtaste. Ah, die Kriechtaste. Dann die Richtungstasten, um die Richtung der Fortbewegung zu bestimmen. Aber Vorsicht! Kriechen ist langsam und Sie können dabei nicht angreifen.
Durch Drücken der Kriechtaste stehen sie wieder auf. Vielen Dank. Auf jeden Fall, wir haben auf L2 die Möglichkeit, Items anzuwählen mit R2 Waffen, wenn wir denn welche hätten. So, die Kriechtaste ist X. Wichtig ist, wenn man das einmal drückt, geht man erstmal in die Hocke. Wenn man sich dann aber bewegt, hat man die Möglichkeit, dann auch komplett zu Boden zu gehen. So, wir wollen uns hier relativ zügig voran bewegen. Denn die Situation ist die, da will ich einfach mal gucken, ich weiß nämlich nicht, wie der Kollege sich hier verhält. Wir haben gesehen, der Fahrstuhl ist nach oben gefahren. Und kommt erst nach einer gewissen Zeit wieder nach unten. Und dementsprechend, das Beste, was man machen kann, ist wirklich, sich hier oben zu verstecken. Und einfach darauf zu warten. Ich glaube, sogar hier in der Ecke muss man bleiben, denn die eine Wache, die hier den Gang runterläuft, die kann... Oh, da ist noch mehr. Interessant. Ist mir bewusst, ich werde da jetzt nicht hingehen. So, wir haben ja ein etwas älteres Spiel, dementsprechend würde man sagen, ja, ist bestimmt relativ simpel aufgebaut, aber Metal Gear oder von mir aus allgemein Hideo Kojima Spiele sind wirklich beeindruckend dem, was da alles mit dabei ist. Das heißt also, im ersten Teil, Stealth existiert zu einem gewissen Grad, aber man kann zum Teil relativ simpel einfach überall durchsprinten und ich glaube, das funktioniert relativ gut. Aber man sieht zum Beispiel, dort ist Wasser. Wasser können Wachen jedoch wiederum hören und dementsprechend in der aktuellen Situation wäre es vielleicht nicht allzu clever, hier irgendeinen Alarm auszulösen. Logischerweise, wir könnten uns wehren. Also wir haben zum Beispiel die Square-Taste, das ist glaube ich zum Waffenschießen, wie so Leute von hinten greifen. Und wir haben Circle, da sieht man zum Beispiel, wie nah der einem kommen kann. Aha, genau. Und da kommt da auch schon unser Lift, unsere Möglichkeit von hier wieder zu flüchten. So, jetzt muss ich aber so ein bisschen aufpassen. Oh, der geht dann doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Jedenfalls wichtig, wenn man anwenden ist, man kann, bitte fragt mich jetzt übrigens auch nicht, welche Taste, aber man kann die Möglichkeit haben, da klopfen zu können, um Leute so anzulocken. So, jetzt müssen wir es natürlich nur noch schaffen, hier ganz geschwind reinzugehen. Und ich glaube, hier ist der Witz genau. Wenn man zum Beispiel in einem Alarm wäre, würde der Fahrstuhl nicht einfach hochfahren. Aber so funktioniert das. Sofort. Ihr Snake, ich bin vor der Entsorgungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid, Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut, freut mich das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? Zwei F-16 sind in Kalena gestartet und zu ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss sie jeden Augenblick entdecken. Ein HMD. Colonel. Was macht ein russischer Helikopter hier? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als ob unser kleines Ablenkungsmanöver geklappt hat.
Jetzt ist Ihre Chance, unerkannt einzudringen. Bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Beeilen Sie sich! Wow! Der spinnt wohl, einen Hind bei diesem Wetter zu fliegen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht vorgestellt. Dies ist Mai Ling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radarsystem. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Es ist eine Ehre, einer lebendigen Legende zu begegnen. Was ist los? Nichts. Habe mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Och, Sie schmeicheln mir. Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig. Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nassforsch für einen Berufskiller. Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen. Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der Legende steckt, kennenzulernen. Aber zuerst muss ich Ihnen Ihr Soliton-Radarsystem erklären. Der helle Punkt in der Mitte sind Sie, Snake. Die roten Punkte sind Ihre Feinde und der blaue Kegel deren Sichtfeld. Vorsicht, Snake. Die Genomsoldaten verfügen über hochentwickelte Hör- und Sehsinne aufgrund der Gentherapie. Sie dürfen sie nicht sehen. Bringen Sie in die Entsorgungsanlage ein und suchen Sie den DARPA-Chef. Der DARPA-Chef hat dieselben GPS-Transmitter-Nanomaschinen wie Sie. Er sollte auf Ihrem Radar als grüner Punkt erscheinen. Fragen Sie ihn nach Informationen über die Terroristen, wenn er noch lebt. Snake, Ihr Radar wird nicht vom Wetter beeinträchtigt. Aber wenn der Feind Sie entdeckt, können Sie ihn nicht benutzen. Ja, er wird leider schnell blockiert. Ja, er ist aktuelle Technologie. Sie können ihn in Bereichen mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen. Also Vorsicht! Wir folgen Ihnen per Radar und Sie können jederzeit über Codec mit uns Kontakt aufnehmen. Okay, ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake? Wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll. Meine Frequenz ist 140.96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Denken Sie daran. Bis auf das Fernglas sind Sie ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg. Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wer weiß, wenn Sie halt zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. Wenn Sie eintreten wollen, hier ist der Eingang. Es ist der kürzeste Weg, aber der Feind kann Sie wahrscheinlich sehen. Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 556er und Granaten. Was ist mit dem Schacht bei der Tür? Im zweiten Stock sollte es auch einen Schacht geben. Ich kann ihn nicht sehen. Entscheiden Sie, wie Sie eindringen.
Ich zähle auf Sie, Snake. Ja, und damit haben wir unser Team, das wir hier haben, noch mal ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Aber wir wollen das uns noch mal ein bisschen genauer angucken. Und zwar, wir haben hier eine Auflistung. Wir haben von Campbell und von Mei Ling gehört gehabt. Mei Ling ist meines Erachtens sehr beängstigend, erschreckend schlecht. Und das war auch damals der Grund, warum ich sofort aufgehört hatte, weil das war wirklich katastrophal. Aber das Wichtige ist, man kann theoretisch auch eigene Frequenzen eingeben. Und da ist wirklich ganz wichtig, in dem Handbuch stehen gleich weitere mit dabei. Wir werden sie uns jetzt nicht alle angucken, aber wir hätten sowas wie Naomi Hunter, Natascha, hier, Messer und zweit geschrieben, Romanenko und jemanden anders, der sich nachher noch später selber melden wird. Aber wir haben gleich hier theoretisch die Frequenzen, wenn wir wollten, könnten wir die hier ansteuern. Aber ich bin mal ganz kurz so frei und werde Mei Ling hier nochmal aufrufen, denn man hat es zwar im Endeffekt so ein bisschen erklärt, aber man kann nur über sie das Spiel speichern. So, hat er das jetzt gemacht? Ich muss gerade, achso, wichtig ist natürlich, man darf nicht vergessen, man darf nicht X drücken. Dann Square. Gibt's was, Snake? So, jedenfalls natürlich wichtig, es wird nach einer Memory Card geschrien, aber PlayStation 3 haben bereits keine Memory Cards mehr. Das heißt also, ich musste vorher eine digitale erstellen, die dann dem richtigen Slot zuordnen und dann konnte man das Ganze hier auch starten. Aber das Wichtige ist, würde man ohne starten, würde einem das Spiel darauf hinweisen, hey, du brauchst eine. Denken Sie an de Gaulle-Spruch. Die Friedhöfe sind voller unersetzlicher Männer. Snake, Sie sind allein und von Feinden umgeben. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie Kämpfe, wenn möglich. Sie haben recht. Und Zitate haben Sie drauf, nicht wahr? Nun ja, meine Eltern sind beide aus Guangdong in China. Aber ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen. Ich mag die Literatur beider Länder. Das verbindet mich mit Ihnen. Ich zitiere für Sie gern noch mehr, wenn Sie wollen. Darauf freue ich mich schon. Aber ich wüsste auch gern noch mehr über Sie selbst. Ah, ich denke drüber nach. Okay, wunderbar. So, wie wir so ein bisschen mitbekommen haben, es gibt mehrere Wege, die man hier einschlagen kann. Ich weiß gar nicht, ob es hier schon jemanden gibt, der einem zu nahe kommen kann. Aber der wichtige Punkt ist so ein bisschen rauszufinden, wo kann man wirklich hingehen, was ist clever. Man würde vielleicht zum Beispiel hier denken, dass man hier irgendwie rüberklettern kann. Aber ich glaube, das ist schlichtweg nicht der Fall. So, wir müssen uns ein bisschen gucken, clever anzustellen. Entsprechend gelegentlich einfach mal wirklich hier irgendwo gegen eine Wand pressen. Kann schon durchaus hilfreich sein. So, ich gehe ganz gerne immer den Weg unten entlang, oben. Da ist ein bisschen mehr Herausforderung mit dabei, aber es ist nicht so, als gäbe es hier nichts, wenn man unten entlang gehen wollte. Dementsprechend, wir müssen über den Helipad und auch dieser bringt seine Gefahr mit sich, denn die Suchlichter, ja, wir suchen tatsächlich, das heißt also, wenn man hier tatsächlich, Achtung, da ist nämlich was in der Mitte liegend. Meine Frage ist, ob ich das irgendwie hinbekomme einzusammeln, ohne da jetzt Alarm auszulösen. Es ist nicht unmöglich, aber wie man sieht, ist auch sehr einfach, von der Sache gefunden zu werden. Und dann, oh boy, ist die Kacke jetzt ein bisschen am Dampfen. Aber die Leute kommen und wie man sieht, nicht allzu viel passiert. Also, so gern ich logischerweise das Spiel versuchen möchte, so leise es geht zu spielen, wir werden nicht daran vorbeikommen, hier irgendwann entdeckt zu werden. Und dementsprechend, ja, irgendwie gerade so. Okay, wunderbar. Ich habe das eingesammelt, denn es gibt hier einen relativ wichtigen Grund, und zwar hier drin. An der Überwachungskamera kommen wir nicht wirklich einfach vorbei. Ich will mal ganz kurz aufpassen, wie weit die kommt. Der Blickwinkel nimmt komplett hier den Weg ein. Man kann sich also auch nicht irgendwie unten drunter lang vorbeischlängeln oder ähnliches. Und es gibt nur eine aktuelle Möglichkeit, das Ganze wirklich nicht über die Richtung, sondern über die hier zu machen. Und zwar stört elektronische Geräte, wozu nur meine Kamera zählt. Und zwar müssen wir Square zum Entsichern und dann loslassen, um zu werfen. Dementsprechend, das sollte es tun. Ich bin mal ganz kurz noch so frei, will mal wieder meine Ration anlegen, die mir abgelegt worden ist. Genau, damit haben wir die Möglichkeit, für eine gewisse Zeit hier in dem Fall Stun Grenades einzusammeln. Check.
So, ich will jetzt hier ein bisschen aufpassen, denn wir haben ja gesehen, da unten ist ein Weg und eine Wache, die auch unterwegs ist. Interessant. So, ich werde aber mal testen, weil ich das selber... Ja, sehr gut. Also wirklich wichtig ist, einfach um mal jetzt hier, wenn wir so ein bisschen Zeit haben, das hervorzuheben. Ah, die Ration können wir jetzt nicht mehr mitnehmen, genau. Wir haben die Möglichkeit, mit Circle Kombos oder allgemeine Attacken einzusetzen. Square ist zum Einsetzen von Waffen. Wenn man keine Waffe hat, wie man sieht, macht er aktuell nicht viel, aber es ist die Taste, um Gegner zu greifen. Wichtig ist, dabei muss man wirklich ruhig stehen bleiben. Wenn man im Laufen das machen würde, würde man jemanden greifen und zu Boden werfen. So, da ist noch ein weiterer unterwegs. Ich hoffe mal, der macht mir jetzt hier gerade keine Probleme. Aber nur was, aber man könnte diesen auch ausschalten. So, meine Frage muss sein, schaffe ich es an der Kamera vorbei? Kann ich da einfach so rein? Ja, du musst halt wirklich liegen bleiben. Sorry, lass mich mal ganz kurz da rein. Ja, jetzt war ich zu langsam. Okay, whatever. Und das ist auch so ein Punkt. Dieses Codex-System, was auch mir gerade Geräusch macht, ist sehr, sehr umfangreich. Guten Tag. Snake, hier ist McDonald Miller. Ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ah, ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Hier und da helfe ich beim Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben wir Können an die nächste Generation weiter. Gut. Ample hat mir die Situation hier erklärt. Ich dachte, ich könnte behilflich sein. Es gibt keinen, dem ich in einem Fuchsbau lieber begegne. Nun, ich kenne mich ein bisschen beim Überleben aus. Ich wohne schon etwas länger als Sie in Alaska. Rufen Sie mich, wenn Sie Fragen zur Flora und Fauna haben. Meine Frequenz ist 141,80. Das sind Alaska-Feldmäuse. Keine Panik, die sind ganz harmlos. Wilde Feldmäuse haben keine dicke Fettschicht, aber trotzdem überleben sie den extremen Winter hier ohne Winterschlaf. Sie graben sich Tunnels im Schnee und halten sich dort warm. Überlebenskünstler, wie? Man kann immer was lernen. Es gibt auch Schattenseiten. Manchmal töten und fressen Männchen Junge aus einem anderen Wurf. Damit nur ihre eigenen Gene überleben. Ja, ziemlich clever programmiert, wie? Wo Mäuse sind, muss irgendwo ein Ausgang sein. Folgen Sie den Mäusen. Genau, und damit haben wir die eine Person noch hier weiter angetroffen, die in der Frequenzliste im Handbuch mit dabei ist, Master Miller. Ja, auf jeden Fall, das Codex-System ist sehr, sehr umfangreich. Also, falls man die Lust hat, kann man immer wieder mit den Leuten hier interagieren. Die haben hier und da mal was Neues auch tatsächlich zu sagen. Aber in den meisten Fällen, wenn der Codex aufleuchtet, dann ist es so halbwegs relevant. Aber... gerade so, wenn es später zu Bosskämpfen kommt, die haben vielleicht hier den einen oder anderen Tipp, der einem, falls man nicht weiß, wie man hier weitermachen soll, vielleicht wirklich helfen kann. Ja, wir folgen auf jeden Fall hier den Mäusen, wie Master Miller gesagt hat. Und dabei wären wir dann auch schon in die richtige Richtung geschickt. Und wir können natürlich ganz gerne immer noch mal gucken, ob es hier irgendwas gäbe. Ah, man kann hier theoretisch schon mal gucken, was hier gleich auf uns zukommt. Ist auf jeden Fall einer der Wege, die man nutzen kann. Und ich finde den sogar relativ angenehm. Bei dem anderen muss man nämlich dann noch eine Treppe hoch. Und dann, glaube ich, da oben auch noch mal eine extra Wache. Und das ist nicht zu 100% angenehm. So, wir sehen da ganz hinten sind ein paar Pixel am Laufen. Und hier vorne hat sich gerade jemand bereit gemacht. Da oben sehen wir was am Bewegen. Das ist im Endeffekt eine Kamera. Ich würde sagen, wenn der Kollege wieder nach rechts sich begibt, gehen wir da raus. Denn die Idee ist am besten, dass wir da hinten zum Panzer uns begeben. Und das ist die Vorderseite, denke ich. Ja, ein bisschen schade, wenn man First Person ist. Ich glaube, man kann auch, wenn man draußen ist, First Person gehen. Oh, du gehst bei Weitem größere Runde, als ich gedacht hatte. Ich dachte wirklich, der würde einfach nur vor- und zurücklaufen. Okay, das müssen wir dann also mit in Betracht ziehen. Was hast du denn für mich? Wenden Sie den Aufzug, um von einem Geschoss ins andere zu gelangen. Es musste einen geben.
Okay. So, wir müssen aufpassen. Aber ebenfalls wichtig ist, wenn sowas wie ein Codex aktiv ist. Oh oh. Keine Ahnung, wie weit er läuft. Kann man sich denn da verstecken, ohne dass er es mitbekommt, dass er mich sieht? Tatsächlich. Oh, du läufst anders, als ich dachte. So, Fiese ist, wie gesagt, der Radar. Ich glaube, hier war nochmal was versteckt. Genau, das hatte ich noch in Erinnerung. So, ich will mich natürlich hier so clever es geht anstellen. Aber da kommt jetzt schon wieder jemand. Also lasse ich mal wieder den ganzen Weg da hinten zurückgehen. Deswegen, aber das Fiese ist, die laufen nämlich beide diesen Weg in der Mitte entlang. Dann geben einem nicht unbedingt viel Zeit. Das heißt also, die eine Wache, die jetzt hier gerade ist, die würde ich am liebsten eigentlich gleich mal ausschalten. Naja, man muss sich sie ein bisschen clever anstellen. Wie, das hast du mitbekommen? Oh oh. Oh oh. Ah, da ist noch oben einer. Eieiei, eieiei. Okay, also man sieht, das kann alles hier sehr schnell schräg laufen. Und das hast du sogar überlebt. Oh. Oh. Okay. Ja, ja. Oh, hi. Au. Dachte nicht, dass der noch mitkriegen würde. Keine Ahnung, wo der jetzt eine hin ist. Aber spätestens wenn Evasion abgelaufen ist, können wir, glaube ich, hier ohne Probleme auf den Aufzug rufen. So wie immer, man hat hier den Trick doppelt rufen. Bringt ihn sogar schneller zu einem. Frag mich nicht, wo wir genau hin müssen, aber wir gehen einfach mal B1. Was aus wie 13-1 aussieht. Also, dass die 1 unterschiedlich sind. Okay, lasst uns mal ganz kurz hier. Das ist eine Verschwendung, eigentlich das früher einzusetzen. Ja, wir können es vermutlich so viel jetzt erstmal sogar lassen. Der Radar, er zeigt die Position des DARPA-Chefs an. Er ist der grüne Punkt. Schnell, befreien Sie ihn! Okay. Ich meine, ich würde das jetzt nicht als grünen Punkt bezeichnen. Aber gut. So, testen wir mal, ob ich das. Genau. Also, wenn man Triangle drückt, Dreiecke drückt, die oberste Taste von mir aus, von den Face-Buttons, kann man First Person gehen. So, wir haben hier ein paar Türen. Die sind aktuell alle noch nicht relevant für uns. Ich glaube, keine von denen, die hier sind, kann man einfach öffnen, richtig. Dafür brauchen wir später erst eine Karte. Dementsprechend, wir gehen einfach nur den Weg hier entlang. Das Schöne ist wirklich, dank dem Radar, wir wissen, hier ist keine Wache. Und das heißt also, wir können einfach gehen. Snake, wenn Sie eine Leiter hoch oder runter gehen wollen, drücken Sie die Aktionstaste bei der Leiter. Ich finde es schön, dass man hier jetzt hervorgehoben bekommt, was die Aktionstaste ist, oder dass es eine gibt, die man im Endeffekt schon beim Fahrstuhl brauchte. Ja, wir sind mal wieder in einem weiteren Schacht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich sehe so gut wie gar nichts. Das liegt also ein bisschen daran. Vielleicht ist es für euch angenehmer, aber für mich. Das funktioniert so halbwegs. So, in dem Schacht gibt es so ein paar nette Sachen, die man noch mehr machen kann. Da fragt mich nicht, wie das jetzt hier funktioniert. Und zwar, man kann irgendwie nach unten gucken. Würde denken, First Person irgendwie. Ja, mit First Person kann man wirklich nach oben und unten gucken. Und zwar, ja. Eine Frau. Nicht er. Hier gibt es ein interessantes kleines Easter Egg. Und zwar, man muss immer wieder hier runter gucken. Und dann komplett diesen Schacht wieder verlassen und erneut betreten. Ja, eine weitere Übung. Und, oho, auf einmal hat sie keine Buchse mehr an. Ja, ganz schön viel Aufwand. Das
Signal des DARPA-Chefs kommt aus der Gegend dort. Kommen Sie da nicht irgendwie runter? Benutzen Sie den Beobachtungsmodus. Ja. Also immer der Beobachtungsmodus theoretisch wäre, aber wir haben es ja zum Glück herausgefunden. Wer sind Sie? Ich komme Sie retten. Sie sind Donald Anderson, Chef von DARPA, ja? Sie sollen mich hier rausholen, wie? Wer schickt Sie? Ich bin bloß der Hampelmann, der Sie hier aus der Tinte fischt. Wirklich? Stimmt. Sie sehen nicht wie einer von denen aus. In dem Fall, los, weg von hier. Langsam. Keine Sorge. Erst will ich Informationen über die Terroristen. Die Terroristen? Können die wirklich eine Atomrakete abschießen? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen bedrohen das Weiße Haus. Sie sagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lancieren sie eine Atomwaffe. Lieber Jesus. Ist das möglich? Möglich. Wie? Können eine Atomwaffe schießen? Wie wollen Sie sie abschießen? Hm? Ich dachte, hier gäbe es nur demontierte Sprengköpfe. Die sollten keinen Zugang zu Raketen haben. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng geheim, ist das klar? Wir führten Übungen mit einer neuen experimentellen Waffe durch. Eine Waffe, die die Welt verändern wird. Was? Eine Waffe, mit der ein Atomangriff von jedem beliebigen Ort der Erde möglich wird. Ein nuklear gerüsteter Kampfpanzer. Metal Gear. Nicht möglich. Sie kennen das? Metal Gear ist eines der geheimsten Projekte. Wie haben Sie das gewusst? Wir hatten früher mal ein paar Zwiste. Deshalb also waren Sie hier in der Entsorgungsanlage. Was sollte ich sonst an diesem gottverlassenen Ort? Ich hörte, dass das Metal Gear Projekt fallen gelassen wurde. Im Gegenteil. Es ist zu einem riesigen gemeinsamen Projekt von Armstech und uns gewachsen. Wir wollten bei dieser Übung Daten sammeln und dann mit der Massenproduktion beginnen. Bis die Revolution dazwischen kam. Revolution? Rex ist in den Händen der Terroristen. Rex. Metal Gear Rex. Der Codename für den neuen Metal Gear Prototyp. Der Sprengkopf, den Sie für Rex verwenden wollen, ist vermutlich schon geladen. Diese Männer sind Profis. Die sind alle im Umgang mit und Ausrüstung von Waffen erfahren. Hey, halten Sie die Klappe! Ich dachte, alle Atomsprengköpfe verfügen über Sicherheitsmaßnahmen. Eine Art Sprengcode, die man eingeben muss. Oh, Sie meinen PAL. Ja, sicher gibt es den PAL. Zum Starten müssen zwei unterschiedliche Kennwörter eingegeben werden. Zwei Kennwörter? Richtig. Baker kennt eins und ich das andere. Baker? Der Präsident von Armstech? Richtig. Jeder von uns muss ein Kennwort eingeben, sonst ist Zünden nicht möglich, aber... Sie haben mein Kennwort gefunden. Sie haben verraten? Psycho Mantis liest Gedanken. Sie können sich nicht wehren. Psycho Mantis? Einer der Foxhound-Mitglieder. Er hat übernatürliche Kräfte. Klingt übel. Wie Sie auch Bakers Code kennen, ist bloß eine Frage der Zeit. Wenn Sie Bakers Code rausfinden, dann können Sie jederzeit eine Atomrakete zünden. Aber Sie können gestoppt werden. Was? Mit den Schlüsselkarten. Schlüsselkarten?
Die wurden von den Systemingenieuren der Armstech als Notmaßnahme entworfen. Selbst ohne die Kennwörter können sie damit das Sicherheitsschloss aktivieren. Und dann? Können sie die Zündung stoppen. Diese Schlüsselkarte? Und wo sind die Schlüsselkarten? Baker muss sie haben. Hören Sie zu. Sie brauchen drei Schlüssel. Es gibt drei Schlüssel und verschiedene Schlitze, in die sie geschoben werden. Jeder erfordert eine Karte. Okay. Drei Schlüsselkarten. Wissen Sie, wo Sie Baker festhalten? Irgendwo im zweiten Untergeschoss. Zweites Untergeschoss? Die Wache hat gesagt, dass sie ihn in einen Bereich mit viel elektronischer Störung verlegt haben. Sonst noch Hinweise? Ja. Sie haben die Eingänge zugemauert, sind aber nicht mit dem Übermalen fertig geworden. Achten Sie auf Bereiche, wo die Wände andersfarbig sind. Nehmen Sie das. Es ist meine ID-Karte. Sie öffnet Sicherheitstüren der Stufe 1. Es ist eine PAN-Karte. Die funktioniert im Zusammenhang mit dem elektronischen Feld Ihres Körpers. Personal Area Network, hä? Salze im Körper dienen als Medium zum Übertragen von Daten. Die Sicherheitseinrichtungen an der Tür lesen die auf der Karte gespeicherten Daten. Und die Türen gehen automatisch auf. Alles klar. Okay, ich werde Sie hier rausholen. Augenblick. Was ist los? Sie kennen keinen anderen Weg, um die Aktionsverbindung zu deaktivieren? Von Ihren Bossen vielleicht? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gehört haben? Ich sagte nein. Und gedenkt das Weiße Haus den Forderungen der Terroristen nachzugeben? Nicht mein Problem, das hat nichts mit meinen Befehlen zu tun. Aber das Pentagon! Das Pentagon! Was ist los? Was ist los? Hey, was ist passiert? Tot. Naomi, der Chef. Was ist geschehen? Ich weiß nicht genau. Sieht nach Herzversagen aus, aber... Herzversagen? Nein. Colonel, verbergen Sie irgendetwas. Keinesfalls, Snake. Sie müssen verstehen, die Operation hat Sicherheitsstufe Rot. Sie benötigen höchste Sicherheitsfreigabe, um die gesamte Akte sehen zu können. Sie wollen mir erzählen, dass Sie als Leiter der Operation nicht über Zugang zu allen Informationen verfügen? Ich sagte Ihnen schon, der Verteidigungsminister leitet diese Operation. Ich bin nur zu Ihrer Unterstützung hier. Snake, wir haben keine Zeit für Debatten. Kommen Sie da weg und suchen Sie Präsident Baker. Ding dong, the witch is dead. Und hier ein Bett verstecken? Ja, für eine Ration theoretisch. Also das wollen wir doch ganz kurz ausnutzen. Ja gut. Zählst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Deine Hände zittern. Schieß doch, Grünschnabel. Ich bin kein Grünschnabel. Lügner. Der unsichere Blick. Die Angst in den Augen. Wenn das keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel.
Du gehörst nicht zu denen, oder? Öffnen Sie die Tür. Sie haben noch eine Karte. Oh. Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken, schießen! Ja, dann helfen wir hier mal aus. Worauf warten Sie? Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grünschnabel! Wurde automatisch eingesammelt. Los jetzt! Schießen Sie! Na gut. So, da gibt's einen kleinen Trick. Und zwar die Möglichkeit, sofort nachzuladen. Bees, Mädel. Ja, auf Mädel darf man sich nicht verlassen. Und zwar, man kann einfach seine Waffe ablegen und wenn man sie wieder anlegt, Cheese, während ich hier die falschen Tasten drücke und dann irgendwo anders hingucke. Mein Spiel ist sehr großzügig hier aktuell, also alles gut. Oh. Ja, ich glaube, das hatte ich damals besser gelöst. Okay. Danke für die Hilfe. Moment! Wer sind Sie? Idiot! Du hast ihn umgebracht! Tut mir leid, Boss. Seine mentale Abschirmung war sehr stark. Ich konnte nicht an seine Gedanken ran. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie! Boss, ich hab da eine Idee. Overkill? Die Ration muss wohl schlecht gewesen sein. Naomi, ich hatte eine Art Halluzination. Kommt das von den Nanomaschinen? Nein, Snake, die Nanomaschinen funktionieren korrekt. Was war es dann? Psychometrisches Eindringen von Psycho Mantis, Foxhounds Telepath. Stellen Sie sich eine Art gedankliches Feedback vor. Das also war Mantis. Genau. So, Tür ist zu. Um sie wieder aufzumachen, muss man tatsächlich die Karte dafür anlegen. Und dann können wir uns jetzt hier nochmal unseren Freund die Wache angucken. Yep. Ich glaube, Buddy wacht hier nicht einfach mal so wieder auf. Kann man sich das in First Person eigentlich noch genauer angucken? Ja, theoretisch schon. Ist da noch was? Bei ihr ist nichts mehr in der Kabine drin gewesen. Zudem, ich habe keine Ahnung, ob hier unten noch irgendwas Interessantes ist. Einfache Bullets, immer her damit. Und... oh, nochmal mehr Bullets. Also, falls man hier ernsthaft welche bräuchte. Also nochmal ganz kurz, wenn man chased, einfach R1, nicht R2 drücken, um das abzulegen und dann kann man anlegen. Hätte man also Munition verbraucht, dann könnte man ja, das automatisch so wieder auffüllen. Ja, aber mit der L1 oder Level 1 kommen wir leider nicht in Level 6 rein. Ich denke, da ist relativ klar, was wir für brauchen. So, bitte clever anstellen, wenn es geht. Immer doppelt klicken, genau. Ich bin mal ganz kurz so frei, lege mal meine Waffe erstmal ab und da lege ich die wieder an. Ich noch nicht weiß, was auf mich zukommt. So, ich hatte jetzt eigentlich gedrückt. Muss man eigentlich drücken in dem Fall? In dem Fall macht das sogar einfach so. Okay. So, an zweite Ebene kann ich mich noch so ein bisschen erinnern.
Das ist so eine, wo man aufpassen muss. Mhm. Wenn man so ein bisschen hinsieht, denke ich, kann man schon erahnen. Da ist doch irgendwas. Hier ist doch irgendwas, was nicht stimmt. Ich muss mal so selber ein bisschen aufpassen, weil ich nicht zu 100% mehr vor Augen habe, wie das alles... Uppala, ich wollte da nicht um die Ecke gehen. Ich wollte mich eigentlich nur gegen die Ecke drücken. Auf jeden Fall, hier sind Fallen mit dabei. Man muss so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn man erst immer versucht, so ein bisschen am Rand entlang zu laufen, dann geht das in Ordnung. So, wir haben hier ein Level 3. Hier haben wir... 1, glaube ich. Das heißt also... Hier müssten wir einfach reingehen können. Das ist aber fies, man guckt hier von oben rauf. Meine Frage ist, ob wir uns jetzt hier schon Sorgen machen müssen. Das heißt also, wir machen einfach mal das, mit dem man vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt dran denken würde. Und zwar die Zigaretten von Solid Snake. Seine Lieblingsmarke. Achtung, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Also wenn man die Dinger anlegt, dann raucht er nebenbei, verliert tatsächlich HP. Okay, hier muss ich es noch nicht einsetzen, um C4 zu bekommen. Gut. Kleiner Spoiler schon mal hier für die Zukunft, warum wir das bräuchten. Das kommt nämlich jetzt hier auch gleich nochmal vor. Level 5. Hier ist Level 1. Nope, sorry. Irgendwo müssten wir aufpassen, weil hier was passiert. Immer noch nicht der Raum. Sorry. Wie gesagt, das ist ein bisschen Vorwissen, aber das hilft einem nicht, wenn man nicht weiß, wo man es tatsächlich einsetzen muss. Einer in diesen Räumen muss man es einsetzen. Okay. Dann ist es erstmal keiner von denen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal vom C4 Gebrauch machen. Wir haben ja gehört, hier soll es Wände geben, die nicht vollständig übermalert worden sind. Dementsprechend, ich glaube, hier oben ist einer von denen, richtig? Das wird jetzt nämlich lustig, denn ich habe keine Ahnung, wie man das genau verwendet. So, drücke das zum Platzieren. Okay. So, reicht das? Testen wir mal. Okay, wunderbar. Kann ich mich hier nicht einfach an die Wand begeben? Traue der Sache halt wieder mal nicht einfach. Aber hey, gehen wir doch einfach mal durch. Oh. Mehr C4, mehr Bullets. Oh. Ja, okay, da waren noch ein paar Fallen mit dabei. Ich meine, es gibt hier mindestens 2 Räume, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Man muss immer so ein bisschen gucken. Man sieht so, oh, da sind so Bruchstellen, wo man denkt, ah, wie bei Zelda oder ähnlichem. Aber die sind es nicht. Das hier ist nochmal eine Stelle. So, ich will mal wissen, ich kann, glaube ich, nicht im First-Person-Modus irgendwie Sachen so anbringen. Aber ich teste es einfach mal. Oh, okay. Also es ist nicht die Möglichkeit gegeben, das einfach irgendwie an eine Wand zu machen. Also sowas wie Batman oder ähnliches, wo man es vielleicht... Okay, zugeben, bei Batman hat man auch eine richtige Waffe dafür. Ich sollte hier vielleicht mal ganz kurz vorher reingucken. Aber nur Stun ist auch nicht falsch. Aber leider haben wir genug Stun, aber Chef Grenades. Okay, wir hatten eine verbraucht, dementsprechend haben wir jetzt nochmal eine dazu gewonnen. Okay, gut. Ich meine, hier irgendwo ist wieder so eine Seite, wo man irgendwo runterplumpsen könnte oder runtergeplumpst werden könnte. Wir sind immer schön an der Wand entlang. So, und dann meine ich, die Finale, die wir bräuchten, ist... Ah, tatsächlich hier, okay. So, und ich meine, bei dieser wiederum musste man aufpassen. Oh, oder man geht einfach nur rein? Das ist echt furchtbar. Man hat irgendwie so ein Halbwissen. Denn ich meine, irgendwo, das kann natürlich noch kommen, gibt es wiederum einen Bereich. Das kann der hier durchaus hin. Ja, auf jeden Fall, wir kommen dem Jamming-Bereich schon näher. Das heißt also, ich glaube, hier haben wir hier die Möglichkeit theoretisch immer noch. Deswegen, ich bin mal ganz kurz so frei und speichere einmal kurz, denn wir kommen gleich zu einem Bosskampf. Snake, Sie können den Radar dort nicht benutzen.
Von dort kommt eine Art elektronische Störung. Was das wohl ist? Seien Sie vorsichtig! Vorsicht, Snake! Auch nicht mehr zu erzählen. Okay. Dann lass ich mal ganz kurz schon mal so ein bisschen vorbereiten. Und gucken, ob jetzt das hier schon kommt, oder? Oh, nicht einfach durchlaufen. Huh. Ich wollte erst mal gucken. Deswegen, das Wiese ist, man will sich an Wänden irgendwie pressen. Das funktioniert halt leider nicht immer alles so direkt. Okay, man hört es sogar. Okay, das war dann also hier tatsächlich. Never mind. Dachte, man hört eine Kamera. Bin ich zu spät? Oh. Er lebt. Sie sind Kenneth Baker, Präsident von Armstead, nicht wahr? Keine Angst, ich hole sie raus. Oh. Nein, nicht anfassen. C4. C4 geht mit dem Alten in die Luft. Also du bist der, von dem der Boss andauernd spricht. Und Sie? Sonderkommandoeinheit Foxhound. Revolver Ocelot. Ich habe auf dich gewartet, Solid Snake. Sehen wir mal, ob der Mann der Legende gerecht wird. Colt Single Action Army, die beste Pistole aller Zeiten. 6 Kugeln tötet alles, was sich bewegt. Ich zeig es dir, darum nennen sie mich Revolver. Zieh! Da ist Revolver Ocelot. Scheiß Name. Okay. Wir haben einen Bosskampf vor uns und der ist nicht selbstverständlich. Verstecken hilft da nichts. Ich verstehe die Kugeln. Ich bestimme ihre Richtung. Eieiei. Ah. Hat er eigentlich versucht, mich zu wehren, aber. Ja, wichtig ist, man kann schießen. Okay, ich lebe wieder. Los geht's. Ein bisschen aufpassen, man will ihn definitiv zu einem locken, aber wie man sieht, der Kollege hat ein paar lustige Schussmöglichkeiten drauf. Ebenfalls, man hat es vielleicht gesehen. Oh, nett. Oh, lädt er nach, während er läuft? Ebenfalls hat er natürlich Invincibility Frames. Ups, na, habe ich nicht dahin geschossen, wo ich erwartet hatte. Oh, da hat er sogar mal um die Ecke geschossen. Aber man sieht im Endeffekt, man kann sich hier relativ gut anstellen. Ich habe nur noch 4 Schuss. Oh oh. So, hier muss man ein bisschen aufpassen, man kann die Dinger einsammeln, aber man darf nicht an das C4 kommen. Eieieiei, Achtung. Und ebenfalls, man muss aufpassen, dass man nicht wirklich selber dahin schießt. Au. Wenn man das C4 selber trifft, ist Ende im Gelände. Stop running! Netter Versuch. Man muss aufpassen, dass wenn er wirklich wegläuft, dass man nicht konstant weiter hinterher rennt.
Denn dann läuft er unendlich lange. Ah, du bist recht gut. Genau das, was ich von jemandem mit demselben Code wie der Boss erwartete. Das ist mein bester Kampf seit langem. Aber ich fange erst richtig an. Was? Ah, meine Hand! Oh. Ein Stealth-Anzug? Kannst du nicht mal richtig sterben? Du hattest Glück. Wir sehen uns wieder. Wer sind sie? Ich bin wie du. Namenlos. Dieses Exoskelett. Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Keiner von denen. Der DARPA-Chef hat Ihnen seinen Sprengcode gegeben. Was ist mit Ihrem? Ach so, ich weiß. Tim hat Sie geschickt. Sie sind vom Pentagon. Antworten Sie! Wir haben keine Zeit. Was ist mit Ihrem Code? Ich habe geplaudert. Was? Jetzt haben die Terroristen beide Codes und können jederzeit zünden. Ich habe mich gewehrt. Ich habe es Recommendis Kräften widerstanden. Er hat Ihre Gedanken nicht gelesen. Wieso nicht? Implantate in meinem Gehirn. Implantate? Eine Art mentale Sperre. Jeder mit Zugang zu streng geheimen Codes hat sie. Auch der DARPA-Chef? Natürlich. Der DARPA-Chef sagt, Mantis habe seinen Code durch Gedankenlesen erfahren. Haben Sie ihn auch richtig verstanden? Ja, da bin ich sicher. Wie haben Sie denn Ihren Code herausgefunden? Ich wurde leider nie im Widerstand zur Folter trainiert. Sieht aus, als hätte er seinen Spaß mit ihm gehabt. Er ist kein Mensch. Er hat jede Sekunde genossen. Was mit ihrem Arm? Er hat ihn gebrochen. Dann sind sie jetzt wohl quitt. Seiner wurde abgetrennt. Sie sind wohl ein Witzbold. Der DARPA-Chef, ist er okay? Tot. Was? Unmöglich! Jim, Sie haben uns hintergangen. Sie wollen mich ausschalten. Beruhigen Sie sich. Was ist denn los mit Ihnen? Ich bin hier, um Sie zu retten. Oh. Ich habe den DARPA-Chef nicht umgebracht. Er hatte einen Herzinfarkt oder sowas. Herzinfarkt? Seien Sie kein Narr. Was auch immer. Die Terroristen haben jetzt beide Codes. Diese Jungs sind total verrückt. Die zögern nicht eine Atomwaffe. Ich weiß, aber was wollen Sie wirklich? Wer weiß, vielleicht sind die wie wir in der Rüstungsindustrie. Immer freuen wir uns auf den nächsten schönen Krieg. Nun, ich werde nicht zulassen, dass diese Verrückten einen Krieg beginnen. Haben Sie die Schlüsselkarten noch? Schlüssel? Um den Sprengcode außer Kraft zu setzen. Ich höre, Sie hatten sie. Nein, nicht mehr. Was? Wer hat sie dann? Doch nicht die Terroristen? Nein, diese Frau. Frau? Welche Frau? Eine Soldatin, die mit mir gefangen genommen wurde. Soldatin? Das muss... Sie sagte, sie wäre eine neue Rekrutin. Sie nahm sie gefangen, weil sie nicht an der Rebellion teilnehmen wollte. Neue Rekrutin? Vielleicht die Nichte des Colonels? Ich gab ihr die Schlüssel. Sieht so aus, als wäre sie entkommen. Ich hoffe, sie ist okay. Ich glaube schon. Sie ist neu, aber hart im Nehmen. Wie wissen Sie, dass sie entkommen ist? Wir waren über Codec in Kontakt, bis ich hier festgehalten wurde. Codec? Ja, sie stahl es der Wache. Wenn sie es noch hat, können Sie sie kontaktieren. Sie hat es bestimmt. Welche Frequenz verwendet sie? Oh ja, Moment, die ist... tut mir leid. Ich habe sie vergessen. Verdammt! Oh ja, sie ist auf der CD-Verpackung. Versuchen Sie, Verbindung aufzunehmen. Okay. Sagen Sie, falls das nicht funktioniert, wie kann ich den Abschuss der Rakete sonst verhindern? Suchen Sie Hal Emmerich, einer meiner Angestellten. Wer ist das? Der Teamleiter des Metal Gear-Projekts. Ein technisches Genie, aber ein ziemlich komischer Kauz. Wenn jemand das Aktivieren von Metal Gear verhindern kann, dann ist er's. Und wenn ihm nichts einfällt?
dann müssen wir es zerstören. Emmerich weiß, wie man Metal Gear zerstört. Wo ist dieser Emmerich? Nun, er wird wahrscheinlich im Sprengkopflager festgehalten. Das ist nördlich von hier. Dort hat er gearbeitet. Ich verstehe. Aber warum Metal Gear? Das nukleare Zeitalter ging doch mit der Jahrtausendwende vorbei. Da irren Sie sich. Die nukleare Bedrohung ist nicht vorüber. Heute ist sie größer als je zuvor. Die Menge an verbrauchtem Nuklearbrennstoff und Plutonium steigt ständig an. Auch heute. Haben Sie je ein Lager voll von Atommaterial gesehen? Nein. Fässer über Fässer voll von Atommüll, soweit das Auge reicht. Das Zeug kann noch immer nicht richtig entsorgt werden. Also machen die einfach den Deckel zu und tun so, als löse sich das Problem von selbst. Im Endeffekt ja. Und selbst das Lagern wird schlecht gehandhabt. Viele der Fässer korrodieren und der radioaktive Inhalt sickert aus. Unglaublich. Nicht nur das. Jährlich werden kiloweise Schwund verzeichnet. Schwund? Ungeklärte Fehlmengen. Es beweist, dass ein großer und gut organisierter Schwarzmarkt für radioaktives Material existiert. Außerdem sind seit Ende des Kalten Krieges insbesondere russische Atomingenieure arbeitslos und ohne Aussichten auf einen Job. Mit anderen Worten, es gibt Material und Wissenschaftler zu Genüge, um eine Bombe herzustellen. Wir leben in einem Zeitalter, wo jedes Kleinland ein Atomwaffenprogramm betreiben kann. Und wie steht es mit den anderen Supermächten? Russland und China unterhalten noch stets eine bedeutende Atompräsenz. Totale nukleare Abrüstung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für unsere Abschreckungspolitik benötigen wir eine Waffe von absoluter Schlagkraft. Sie meinen Metal Gear? Ja, unsere Industrie hat ziemlich unter den Kürzungen im militärischen Bereich wegen dieses sogenannten Friedens gelitten. Ich habe viel über Fusionen und Übernahmen bei den großen Rüstungsfirmen gehört. Ja, und nachdem eine Firma den Auftrag für die nächste USAF-Jägergeneration verloren hatte, blieb uns mit Metal Gear eine letzte Trumpfkarte. Deswegen wollten wir Metal Gear als schwarzes Projekt entwickelt haben. Schwarzes Projekt? Geheimprojekte aus dem Schwarzfonds des Pentagons finanziert. Man vermeidet da eine Menge Bürokratie und erhält eine gute Vorlaufzeit für die Waffenproduktion. Und keiner kommt dir in die Quere. Nicht mal die weichen Liberalen im militärischen Überwachungskomitee. Bestechung. Ich ziehe es vor, von gutem Geschäft zu sprechen. Egal, Metal Gear wäre nach Analyse unserer Übungsergebnisse offiziell genehmigt worden. Sie und Ihre Firma scheren mich nicht. Ja, von einem Grunzer wie Ihnen erwartet man nichts anderes. Hier, deswegen sind Sie doch hier, nicht? Was ist das? Eine optische Diskette, ist alles drauf. Die Hauptfestplatte wurde bei der Schießerei zerstört. Dies ist die einzige Kopie der Daten. Was für Daten sind das? All die Daten dieser Übung. Stellen Sie sich doch nicht dumm. Deswegen sind Sie doch hier. Ich habe Sie bei der Folterung vor diesem Sadisten versteckt. Die wissen nichts von dieser Diskette. Bringen Sie sie zu Jim. Ihrem Boss. Hä? Ich gebe Ihnen auch meine Karte. Sie öffnet alle Türen der Sicherheitsstufe 2. Können Sie gehen? Nein. Gehen Sie ohne mich. Die haben mein Kennwort. Die wollen nichts mehr von mir. Noch eine Frage. Wer oder was war dieser Ninja? Es schien mir, Sie wussten etwas. Der Ninja? Das war Foxhounds kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis? Ein Experiment der Genomsoldaten. Sie kennen ihn. Fragen Sie Dr. Naomi Hunter von Foxhound. Sie weiß mehr als ich. Naomi? Stoppen Sie sie. Wenn das rauskommt, sind meine Firma und ich erledigt. Was? Verwendet Metal Gear nicht bekannte Technologie? Metal Gear selbst schon, aber... Ah! Was haben Sie mit mir gemacht? Ah! Oh! Nein! Oh! Nein, bitte nicht! Diese Mistkerle von Pentagon! Die haben es tatsächlich gemacht! Ah! Oh! Wovon sprechen Sie? Sie benutzen sie Bomben! Oh! Was zum Teufel? Colonel, hören Sie mich. Auch er ist tot.
Keine Ahnung. Lügen Sie nicht. Sieht wie noch ein Herzinfarkt aus, aber... Eine Art Gift. Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxid. Aber ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt. Snake, Sie und Meryl müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Kontaktieren Sie sie. Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich. Aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie, aus dem Bereich wegzukommen. Snake, reißen Sie sich zusammen. Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ein Mitglied von Foxhound. Nein. Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake, ich verlasse mich auf Sie. Oh, da ist einiges passiert. Es ist auch sehr interessant zu sehen, dass meines Erachtens in der deutschen Version es sogar ein bisschen offensichtlicher ist, wie man hier mit Meryl dann Kontakt aufnehmen kann. Aber hiermit haben wir den Punkt erreicht, wo wir damals vor 5-6 Jahren dann auch den ersten Teil abgeschlossen haben. Dementsprechend endet jetzt auch hier unsere Reise von der deutschen Synchronisation und auch zum Teil Übersetzung. Russland mit einem SZ zu sehen war schon auch sehr beeindruckend. Ja, also für mich war, wie gesagt, der Genickbruch die Mei Ling Stimme, aber auch gerade Snake und auch Colonel Campbell, die waren sich sehr, sehr ähnlich. Ich denke auch hier, der Kollege klang nicht unbedingt gleich, aber ich denke, wenn die alle drei miteinander reden, gäbe es vermutlich die eine oder andere Person, die da Probleme hätte, vielleicht der Sache zu folgen. Also mit Ausnahme von Mei Ling geht's vermutlich für den Rest zugeben. Liquid Snake klang leicht merkwürdig, aber ich kann dieses Spiel nicht auf Deutsch spielen. Ich muss es auf Englisch spielen. Die Stimmen sind so gut. Paul Eiding, oh, so eine gute Stimme. Und dementsprechend, wir kommen damit zum Ende. Ich hoffe, dieser kleine Einblick war relativ unterhaltsam. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dann dem richtigen Metal Gear. Bis dann.